Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Beyer-Lübcke ist immer ganz gut. Da brauche ich das Pult nicht umstellen. Das passt wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, man muss ja fairerweise sagen, dass es in der Anhörung sehr knapp war. Also ich glaube, das Ergebnis war 4-3, was die Sachverständigen betrifft. 4 waren dagegen, eine Aufnahme ins Gesetz, 3 waren dafür. Das Hauptargument der Gegner war halt immer, wie auch hier schon jetzt öfters mal gesagt wurde, es wird ja schon gemacht, es besteht eine Rechtsgrundlage, nämlich die Generalklausel des Polizeigesetzes, und das ist auch soweitgehend anerkannt. Interessant ist allerdings, dass ausgerechnet der Vertreter der sogenannten Problemfangruppen, nämlich der Herr Dr. Kleier von den Ultras Gelsenkirchen, sich für eine Ausnahme ausgesprochen hat. Und zwar mit einer ähnlichen Begründung, wie es auch die Sachverständige Frau Dr. Schönrock gemacht hat. Die sagen nämlich, ja, es gibt bereits Meldeauflagen, gestützt auf § 8, und sie werden, wie alle Sachverständigen sagten, ja auch intensiv angewandt. Im Übrigen, zumindest bisher, auch ohne grundsätzliche rechtliche Bedenken der Gerichte. Allerdings, und deshalb sprechen sich die beiden genannten Sachverständigen für eine Aufnahme aus, und das ist auch ein Punkt, den ich bereits in der ersten Lesung genannt hatte, eine Aufnahme ins Gesetz kann auch von uns als Gesetzgeber dazu genutzt werden, der Exekutive verbindliche Rahmenbedingungen für diese Maßnahmen vorzugeben. Die gibt es im Moment nämlich nicht direkt, sondern die Exekutive kann das mehr oder weniger nach freiem Ermessen machen. Sie muss natürlich darauf achten, dass das Ermessen fehlerfrei ist und die Vorgaben der Rechtsprechung beachtet werden, keine Frage. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man Maßnahmen, insbesondere so schwerwiegende, auf Generalklauseln stützt. Es gibt keine gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das ist auch der Grund, warum schwere Maßnahmen eigentlich spezialgesetzlich geregelt werden sollten. Allerdings, und das ist der Grund, warum wir diesen Antrag im Speziellen nicht zustimmen können, der Entwurf der CDU geht im Prinzip zu weit. Er ist viel zu allgemein gehalten. Ich sagte gerade, der Gesetzgeber, also wir können das nutzen, um der Exekutive verbindliche Rahmenbedingungen vorzugeben. Aber genau das tut dieser Antrag hier nicht. Er setzt keinen Rahmen, zumindest keinen, der über den Status quo hinausgeht. In dem Fall können wir es auch gleich ganz sein lassen. Von daher werde ich meiner Fraktion empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank.